aus Lothlorien hat den Anduin überquert, doch nun muss noch eine zweite, kleinere Gruppe nachfolgen. Dies sind die Elben der Geheimgarde, auserwählt, um den gefangenen Mazok vor die Tore von Dol Guldur zu bringen. Herr Celeborn und Herrin Galadriel haben beschlossen, dass die Elben von Lothlorien sich, wie schon vor langer Zeit, einmal mit den Zwergen von Moria verbünden müssen und haben mehrere Elben ausgewählt, die den Transport von Mazok durch den Düsterwald nach Dol Guldur beaufsichtigen werden, wo der Ork gegen die vom Feind festgehaltenen Gefangenen ausgetauscht werden soll. Ich werde euch zu diesen Elben der Geheimgarde bringen, sobald diese sich auf ihren Auftrag vorbereiten. Hier entlang. Ich werde euch der Geheimgarde vorstellen. Ja, so rum. Die Geheimgarde besteht aus 5 Elben, die aufgrund ihrer Talente in verschiedenen Disziplinen ausgewählt wurden. Ihr werdet auch zur Geheimgarde gehören. Ich weiß, dass eure Hilfe von unschätzbarem Wert sein wird. Oh, Sigilid! Erlaubt mir, euch 3 Mitgliedern der Geheimgarde vorzustellen. Radir, Sigilid und Archador. Okay, ihr sprecht mit. Sprechen wir erstmal mit Radir. Yay, Mazok-Transport. Geheimgarde? Nee, die sollen nicht nach Hause gehen, die sollen ihr helfen. Ach, wenn das überhaupt ein Elb schaffen kann, dann bringe ich uns über einen geheimen Pfad nach Dol Guldur. Vor langer Zeit habe ich das schon einmal getan. Oha. Erzählt mir von euch. Guck mal, wir können was über ihn erfahren. Mir wurden die Wege des Waldes von meiner Sippe im Norden des Düsterwalds erklärt und doch fürchte ich mich auch. Und dort fürchte ich mich auch nicht. Was nur erklärt? Das, was der Feind im südlichen Bereich angerichtet hat, erfüllt mich mehr mit Zorn und Traurigkeit für das Leben, welches dort einst gedieh. Ich habe eine Route durch den Wald festgelegt, die uns erlaubt, Mazok bis fast vor die Tore von Dol Guldur zu bringen, ohne gesehen werden. ohne gesehen zu werden. Ich hoffe, dass das so ist. Auf was müssen wir uns im Düsterwald gefasst machen? Der Wald ist dunkel und dicht, und auf seinen Pfaden sollte man mit Vorsicht wandeln. Dennoch solltet ihr euch nicht zu sehr fürchten, denn ich kenne seine Wege. Ich werde euch über geheime Pfade, die der Feind nicht kennt, sicher zu den Toren von Dol Guldur bringen. Sobald wir dort sind, müssen wir uns allerdings auf die Elben der Gruppe verlassen. Ich bin ein guter Fährtenleser, aber kein guter Kämpfer. Wenn der Austausch nicht gut verläuft, könnte es zum Kampf kommen. Was sein muss, muss sein. Die Sätze immer da unten. Was wisst ihr über Dol Guldur? In den weiten Ausläufern des Süddüsterwalds steht die Festung Dol Guldur auf dem Gipfel einer felsigen Anhöhe. Sie war einst die Festung des Feindes und seine Boshaftigkeit schwelt darin noch immer. Vor langer Zeit kam ich dort vorbei. Die Erinnerungen daran sind schrecklich und wäre ich auf dieser Reise ohne meinen Begleiter gewesen, so hätte ich verzweifeln müssen. Wenn alles nach Plan verläuft, brauchen wir diesen Pfad nicht wieder betreten, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ich auch. Okay, dann reden wir mal hier mit ihm. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ich weiß, dass ihr uns bei dieser Aufgabe von großem Wert sein werdet. Wenn wir den Ork-Anführer in der Hoffnung, seine Freiheit gegen die der gefangenen Zwerge tauschen zu können, nach Dol Guldur bringen sollen, muss das unentdeckt geschehen. Wir sind nicht so zahlreich, dass wir einen entschlossenen Befreiungsversuch vor Erreichen der Festung abwehren könnten. Deswegen müssen wir geheim vorgehen. Sigilid, erzählt mir von euch. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe lange in Lorien gelebt und während dieser Zeit habe ich noch keine solche Anstrengung wie die des Goldenen Heeres gesehen. Wenn auch nur eines ihrer Ziele erreicht wird, wird mir das wie ein Wunder erscheinen. Aber ich gelobe dem Herrn und der Herren meinen Gehorsam, da sie mir Güte und Schönheit in solcher Fülle gezeigt haben, wie ich es nicht für möglich geglaubt hätte, wäre ich nicht selbst Zeuge gewesen. Ah, das heißt, sie hat eigentlich bis jetzt nichts Schlimmes erlebt, oder? Woher habt ihr euer Messer? Eure Messer? Wieso sind die so hervorragend? Ich habe diese Messer selbst gefertigt, Dikt. Dies wird Egnasigil genannt, wegen seiner scharfen Spitze, die sogar dünne Luft durchschneidet. Und dieses wird Lanchigil genannt, da seine Schneide sogar ein Flüstern halbieren kann.
Sie sind die letzten Messer, die ich in meinem Leben geschaffen haben werde, da alle weiteren von minderer Qualität wären. Für jeden Ork, den ich töte, werde ich ein Zeichen in den Griff des Messers schnitzen. Oh, dann hat sie aber viel zu tun. Das den tödlichen Stoß vollbrachte. Sobald die Griffe voll mit diesen Zeichen sind, werde ich Lanchigil und Egnasigil dem Herrn und der Herren zum Geschenk machen. Ah, okay. Ein würdiges Geschenk. Dann warte mal, was steht da oben drüber noch? Die Messer, die ich bei mir trage, dürsten nach dem Blut der Orks. Es wird mich viel Mühe kosten, ihnen nicht das von Marzok zu geben. Nee, 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 den brauchen wir noch. Ich bin Sigilit und ich habe schon von euren Taten gehört. Ihr seid willkommen, uns bei unserer Aufgabe zu begleiten, obwohl ich die Weisheit dieser Entscheidungen bezweifle. Es ist tragisch, dass die Zwerge mehrere der ihren an die Käfige des Feindes verloren haben, aber so ist nun einmal der Krieg. Die Rückgabe Marzoks an seine Verbündeten ist für mich nicht zu vertreten. Wenn Herr Celeborn und Herrin Galadriel jedoch einen Wert darin erkennen, habe ich diese Entscheidung nicht zu hinterfragen. Naja, aber sie hinterfragt sie dann doch hier oben schon. Im Prinzip. Sie wird natürlich nicht aufbegehren, aber... So, Archador. Herr Celeborn war gegen mein Kommen, aber Frau Galadriel hat für mich gesprochen und er hat nachgegeben. Wieso war er denn dagegen? Erzählt mir von euch. Ich habe vor kurzem die Hallen von Thranduil besucht und die Tage mit Feierlichkeiten und Unterhaltung bei unseren Verwandten im nördlichen Düsterwald verbracht. Mein Bruder Fengris wurde niedergestreckt, während ich abwesend war. Marzok werde ich nicht aus den Augen lassen. Wenn er mir auch nur den geringsten Grund gibt, werde ich ihn fertig machen. Die Herrin Galadriel muss dem zustimmen. Warum sonst würde sie für mich mit Herrn Celeborn sprechen? Naja, aber vielleicht erwartet Galadriel was anderes. Das war das, den Typen, das hatten wir doch, die Geschichte hier mit Fengris, ne? Ich frage mich, hä? Ich frage mich, was? Das frage ich mich auch. Oder so, vielleicht schlecht übersetzt, würde ich mal sagen. Ich habe Nurelet getroffen. Ich weiß, hab Dank für die Erleichterung, die ihr der Witwe meines Bruders verschafft habt. Ah, ja. Darüber haben wir das wahrscheinlich erfahren. Sie mag sich damit begnügen, sich an Fengris zu erinnern, aber mir reicht das nicht. Ich will Rache. Ich verstehe. Die Dolche kommen später noch vor. So als kleiner Spoiler. Ja, ich erinnere mich dunkel, dass da noch was war. Enten! Maigo Wannen! Ja, herzlich willkommen heute! Und ich glaube, haben wir uns dieses Jahr schon irgendwo, doch, wir haben uns schon gesehen. Glaube ich, im Stream. Schon wieder eine Woche vorbei. Was ist denn jetzt los? Lukas! Hallöchen! Was machst du für Sachen? Ui, danke, danke, danke. Was ist denn heute los? Herzlichen Glückwunsch, Makrian, Sky Manic, Hexbart, Dani Pika und der Propste. Ihr seid reich beschenkt worden und auch ich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Och, das ist ja lieb von euch. Jetzt hüpfen die natürlich durch. Hallo, och, oh, 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 jetzt geht's aber ab. Ihr müsst jetzt nur aufpassen. So viele Zuschauer sind es nicht. Dass ihr da nicht irgendwie drüber kommt. Vielen lieben Dank, Bonehild! Zum Einstand des Jahres. Wow. Also dann, vielen lieben Dank, Bonehild. Und gratuliere, Trimboat. Miau, miau. Raviel, Downey. Aha, die lungern auch schon hier rum. Talyrion. Warum eskaliert das gleich so? Ich weiß auch nicht. Oh je, jetzt habe ich was losgetreten. Nee, Lukas, du warst gar nicht der Erste. Die Julia hat auch schon losgetreten heute. Ich weiß gar nicht, was los ist. Und alle haben sie jetzt ein hübsches Päckchen vorm Namen. Hm, vielen, vielen lieben Dank an euch. Ich glaube, ich habe noch nie für so viele Abonnenten gehabt. Dann sieht man mal, wie viele Lurker hier sind. Hm? Ein Hype-Train ist gerade auf deinem Kanal gestartet. Wow! Level 4! Ich glaube, ich spinne. Wahnsinn! Dann wurde es ja mal Zeit. Ist ja krass.
Kann ich ja wieder Emojis freischalten oder sowas. Mal gucken, die nächste Stufe ist. Danke, danke, danke. Ich danke der Akademie, meinen Eltern und Bonehild. Oh, ganz viele Herzchen. Ach, ihr seid so süß. Toller Einstand in diesem Jahr. Ihr seid jetzt alle meine Lehrlinge. Da muss ich jetzt mich aber ranhalten. Da muss ich ja den ganzen Tag Unterricht halten. Jaschka. Jubelt. Hallöchen. Und Dani Pika auch nochmal extra Hallo. Jetzt muss ich gerade mal gucken in dem ganzen Emoji-Spam, dass ich niemanden überlese. Ach, ihr seid ja süß. Bonehild denkt sich, oh, da fehlt noch einer. Danke. Genau, und meine dummen Fragen beantworten. Och, das tue ich immer gerne. Wobei, wir fragen ja immer eher dich. Rainer? Ja, mal gucken, wer noch übrig ist. Oh, einige. Guckt mal. Thunderbracer. Stierknack. Herzlichen Glückwunsch. Der Maulwurf. Medi und Elendire. Ihr seid gerade beschenkt worden. Und ich auch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wahnsinn. Rainer, danke. Jetzt sind wir schon bei Level 5. Krass. Leute, ihr spinnt ja. Fast wie Weihnachten, ja. Weihnachten und Geburtstag zusammen. Krass. Und da Propste, Hallöchen. Jetzt wachen sie alle auf. Maddie, ups, hallo, danke. Super. Kann es in einer Militärkantine Essen zu zivilen Preisen geben? Nein, niemals. Die Frage ist, ob in einer Militärkantine überhaupt fürs Essen bezahlt werden muss. Wird es nicht gestellt? Ich kenne mich da nicht aus. Ich war noch nie in einer Militärkantine. Kann ein Strenggläubiger einen Heidenspaß haben? Nein, niemals. Strenggläubige sind der Überzeugung, dass sie keinen Spaß haben dürfen, weil sie ewige Sünder und Büßer sind. Ich musste immer Essensmarken abgeben. Ah, okay. Ja, damit du nicht zweimal Essen holst. Aber bezahlt wurde es trotzdem vom Militär, oder? Das ist nur, damit es rationiert war, damit nicht einer mehr isst als die anderen. Denke ich mal. Ja, wow. Bei uns hatten Soldaten gekocht, die eben auch im Dienst waren. Ja, eben. Und die... Und man wird halt verköstigt, ne? Nachschlag konnte man sich ja holen. Also. Trotzdem man keine Essensmarke mehr hatte, wenn noch was übrig war, oder wie? Ui, und jetzt regnet es auch noch golden hier herein. Bonehild, danke für 250 Bits. Es kann nie genügend Hexenlehrlinge geben. Nur alle rein da. Ihr seid süß. Und 5 Mark 15 war der Tagessatz. Für wen? Fürs Essen? Oder für die Soldaten, die da beim Militär waren? Ja, ein bisschen wenig. Das heißt, für 5 Mark 15 durfte man essen. Mehr nicht. Keine Ahnung. Okay. Weil mein Bruder, der hatte sich damals überlegt, ob er zum Bund geht oder nicht. Und hat dann gedacht, ach, ja, kann man sich ja mal angucken. Und dann war er bei der Musterung, wurde dann gleich ausgemustert, weil er zu schlecht gesehen hat und untergewichtig war. Das heißt, er konnte sich den Rest dann sparen. Er musste ja dann nicht mehr überlegen. Wenn man das Essen nicht in Anspruch nehmen konnte, wegen Urlaub wurde das Essensgeld ausbezahlt. Oh, das ist cool. Dann, ja, dann war das quasi in der Bezahlung drin, oder? Sozusagen. Und wenn man es eben nicht genutzt hat, hat man es gekriegt. Auch nicht schlecht. 5 Mark 15 für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Naja, ich denke mal, so opulent wird das Essen dort auch nicht gewesen sein, ne?
Kann ich mir gut vorstellen. Gucken wir mal, was der Archador noch erzählt. Wie denkt ihr über diese Mission? Ich denke, es ist töricht, Marzok zu seinen Verbündeten zu bringen, egal wie viele Zwerge gerettet werden könnten. Aber ich zweifle auch daran, dass Marzok Dol Guldur jemals lebend erreichen wird. Er wird garantiert auf der Reise irgendwas versuchen und ich, Archador, werde zur Stelle sein, um sein Leben ein Ende zu bereiten. Ich werde meine Rache genießen und keine Träne über einen gescheiterten Plan vergießen. Vielleicht. Oha. Sagt mal, wurde die Anzeige der Kanalpunkte geändert? Früher wurde alles genau angezeigt. Jetzt ist die Anzeige in 1000er plus 1 Nachkommastelle. Echt? Weiß ich gar nicht. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig Streams geguckt. Und nur wenn du es nicht nutzen konntest, wenn du es nicht genutzt hast, gab es kein Geld. Ach, wenn du dann halt eh nicht da war, ne? Einen im Rolli in der Ausbildung gehabt, hatte Spastik, musste zur Musterung. Er hat den Typen dann ernsthaft gefragt, als was wollt ihr mich hier haben? Als Kampftaucher? Oh, echt jetzt? So vorab, oder? Ohne, dass sie das wussten? Hä? Bei mir zeigt das 134.180 an. Ich sehe die Zahl genau. Also ich habe sie, glaube ich, bis jetzt auch immer genau gesehen, ja. Tutut, tutut. Tutut? Der Hype Train. 79.000 bei mir. Und bei mir steht 9058. Am PC oder am Handy? Da wird das gekürzt. Ah, muss mal gucken, weil ich jetzt habe ja auch Handy hier nebendran. Aber da sehe ich es jetzt auch nicht. Ach, ich habe ja selbst bei mir keine Kanalpunkte. Sehe ich eh nichts. Die dachten wohl, dass er sich vorbeimogeln wollte. Natürlich wurde RT9 geschrieben. Ja, es gibt ja so Leute, aber ich meine, sowas ist ja ärztlich nachgewiesen. PC, ich tauche gerade in die Einstellung. Ja, vielleicht findest du da was, aber eigentlich glaube ich nicht, dass man das irgendwo einstellen kann. Ich glaube fast nicht. Ich gucke ja auch immer über den PC, weil übers Handy nur so notwendig dann mal irgendwie einen Stream noch weiter gucken möchte, wenn ich schon sehr müde bin und im Bett liege. Aber so, oder wenn ich unterwegs bin und irgendeinen Stream unbedingt gucken will. Aber sonst gucke ich nicht übers Handy, weil man das schlecht tippen kann. Und ich tippe ja eigentlich gerne mal so im Chat und so. Und da kriege ich immer die Kritze an meinem Handy. Ah. Herr Celeborn, das haben wir ja schon gelesen da oben. Mein Bruder Fenris wurde von den Orks erschlagen. Sie wollten der Gruppe, welche vor kurzem Unterschlupf im Goldenen Wald suchte, aus den Bergen. Und ich wünschte, Marzoks Leben eigenhändig zu beenden. Es schmerzt mich, dass wir ihn seinen Verbündeten aushändigen müssen, und ich habe lange dagegen angeredet. Ich bat Herrn Celeborn um die Erlaubnis, die Gruppe zu begleiten, die den Gefangenen transportieren soll, doch er lehnte ab. Erst als Herrin Galadriel mit ihm gesprochen hatte, überlegte er es sich anders. Ich weiß nicht, was sie ihm gesagt hat, aber ich bin ihr dafür sehr dankbar. Nun will ich Marzok für den Rest der Reise genau im Auge behalten, und wenn er mir nur den geringsten Grund dafür liefert, werde ich Rache an ihm üben. Na, das ist aber hier ein sehr großer Unsicherheitsfaktor. Also da hat der Herr Celeborn vielleicht schon recht gehabt, erstmal zu überlegen. Aber die Herrin Galadriel hat vielleicht auch ihre Gründe. Die sieht ja so ein bisschen weiter. Er hatte eingereicht, wollte es aber trotzdem nicht glauben. Vielleicht haben die sowas immer selbst überprüft. Wie gesagt, mein Bruder hat gar nichts eingereicht. Er ist einfach hingegangen und hat gedacht, naja, lassen wir uns erstmal mustern. Und dann haben die ihn gleich so, nee, können wir nicht brauchen. Und das Gute ist, dass er ja dann auch keinen Zivildienst machen musste, ne? Und ein Jahr früher, als die anderen an der Uni studieren konnte. Ha,
lag an der Sprache. Hatte gerade auf Englisch, bin auf Deutsch und da zeigt's genau an. Das ist ja komisch, dass das an der Sprache liegt. Man kann die Sprache einstellen? Ja. Oben rechts auf den Avatar klicken, dort Sprache, lädt neu. Okay. Und bei mir war das immer irgendwie alles in Deutsch, glaub. Ist schon so lange, ich bin schon zu lange auf Twitch. Die Elben der Geheimgarde wurden aufgrund ihres besonderen Geschicks auf verschiedenen Gebieten ausgewählt. Sigelet wegen ihrer Nahkampffertigkeiten und Radir, weil er ein sehr guter Spurensucher ist. Hätte ich es entscheiden können, hätte ich Archador vielleicht zur Hauptgruppe der Maledrim statt zur Geheimgarde geschickt, da sein Bruder vor kurzem auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Doch ich bin sicher, dass Herrin Galadriel ihre Gründe hat, sich für ihn einzusetzen, und sie glaubt sicher, dass er in der Geheimgarde eine wichtige Rolle spielen wird. Ich bringe euch nun zum Rest der Gruppe. Kommt mit, naja. Ich werde euch... Nicht so schnell reden! Ich werde euch Isuriel und Kucheron vorstellen. Isuriel war die strategische Aufsicht über das Goldene Heer angeboten worden, aber sie lehnte ab. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, sie hielt andere für besser geeignet, was deren Führungsqualitäten anging. Ja, an die beiden kann ich mich auch noch erinnern. Die Geschichte der Elben und Zwerge ist turbulent. Dieser Auftrag könnte einige Wunden heilen. Erzählt mir von euch. Der Krieg und die Schlachten sind mir nicht fremd, und ich bin stolz darauf, das sagen zu können. Die Geheimnisse unserer gemeinsamen Vergangenheit zu erfahren und das Wissen, das aus der Weisheit stammt, sind mein Ziel, nicht das Vollbringen großer Taten. Ich hoffe, mein Blick auf die Geschichte und mein umfassendes Wissen werden der Geheimgarde von Nutzen sein. Für den Ansporn im Kampf müssen wir uns auf Archador oder Sigelet verlassen. Okay, dann ist sie eher so eine Wissenschaftlerin, eine, die Wissen sucht. Ich werde auch helfen. Die Deutschen sind immer so genau. Ja, das stimmt. Übergenau. Ja, das haben sie dann auch gesagt. Mein Klassenkamerad war aber auch genauso drauf wie sein Spruch, den er dem Typen dann um die Ohren schmiss. Vielleicht haben sie schon... Wobei, nö, man hat ja mit denen so kommunikativ nichts zu tun. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie schon am Tonfall gedacht, na, den müssen wir mal genau prüfen. Wird in der Dropdown-Liste nur bei vollständig geöffnetem Fenster angezeigt. Ah, ich hatte es verkleinert, deshalb hatte ich es nicht gesehen. Ja, man lernt nie aus irgendwie, ne? Was könnt ihr mir über den Düsterwald erzählen? Radia hat einen Weg durch den Wald gewählt, der uns auf geheimen Pfaden nach Dol Guldur bringen sollte. Aber es gibt unterwegs trotzdem Gefahren. Es heißt, das Böse lebt immer noch in Dol Guldur und eine große Wolke breitet sich von dort aus. Wir haben die Geheimhaltung auf unserer Seite, dürfen aber nicht unvorsichtig sein. Auf unserem Weg gibt es immer noch Bedrohungen, nicht zuletzt durch Marzok selbst. Er hasst uns immer noch, ja, ist ja logisch, oder? Der wird uns nicht plötzlich lieben. Was können wir von Marzok erwarten? Marzok bleibt ein gefährlicher Feind, sogar in Gefangenschaft. Wir werden uns mit den Zwergen treffen, die Marzok begleiten werden, wenn wir erst den Anduin überquert haben. Sie werden in ihrer Wachsamkeit nicht nachlassen und wir sollten das Gleiche tun. Ich bin mir sicher, dass Marzok auf der Reise versuchen wird, zu fliehen oder gar Schlimmeres im Schilde führt. Ich frage mich, ob das die wirkliche Gefahr für uns ist oder, falls das passiert, die Tatsache, dass wir dann Archador davon abhalten werden, ihn zu töten. Okay, die wissen also schon, dass Archador dann tatsächlich ein Risikofaktor ist. Die Straße ist lang, oh ja. Sehr lang. Maigo Wannen, naja, es ist schön, euch wiederzusehen und ich heiße euch in den Rängen der Geheimgarde willkommen. Sigelets Dolche, Kucharons Bogen, Radirs Spürsinn und Archadors starker Wille werden diesen Auftrag zu einem erfolgreichen Ende führen und die Freundschaft zwischen Moria und Lothlorien stärken. Möge der Feind erzittern, wenn er erfährt, dass das Goldene Heer im Anmarsch ist, und er wird erst von der Geheimgarde erfahren, wenn wir vor den Toren Dol Guldurs stehen und den Austausch der dortigen Gefangenen gegen das Leben Marzoks verlangen. Mein Bogen, Kumait, ist der tödlichste, den ich je gefertigt habe. Ich habe mir geschworen, ihn niemals in Wut abzufeuern. Erzählt mir von euch. Es ist mir eine Ehre, die Feste von Lothlorien mit Essen zu versorgen.
Mit Essen? Ach so, weil er auf die Jagd geht. Ich dachte gerade, hä? Koch? Und seit kurzem darf ich auch seine Grenzen gegen die Orks aus Moria verteidigen. Ich habe an der Seite Haldirs sowie seiner Brüder gekämpft, um die Pässe von Fanuidol vom Bösen freizuhalten. Verstehe. Was denkt ihr über diese Mission? Ach, ich weiß nicht, ob ein Sieg möglich ist, aber ich werde die Herausforderung mutig annehmen. Umaed gezogen, seine Sehne gespannt. Wir überqueren den Fluss und bringen den Kampf direkt vor die Haustür des Feindes. Während das Goldene Heer seinen Angriff startet, wird die Geheimgarde ihre Anklage vor die Tore der Festung bringen und nach Gerechtigkeit verlangen. Wenn uns das Glück zur Seite steht, wird zumindest eines unserer Ziele mit einem Sieg enden. Wir müssen es auf alle Fälle versuchen, selbst wenn wir versagen sollten. Also, sie werden auf Gedeih und Verderb diese Mission unterstützen. Willkommen, Naya. Wir sind die Geheimgarde, die auf Befehl unseres Herrn und unserer Herrin aufgestellt wurde. Wir sollen Ma'zok an die Tore von Dol Guldur schaffen und sein Leben dort gegen die Gefangenen in dieser Festung tauschen. Geheimhaltung ist unsere Parole, die Überraschung unsere Verbündete. Isuriel hat mir schon von euren Großtaten berichtet. Ich weiß, dass ihr der Geheimgarde auf dieser Weise von großem Nutzen sein werdet. Sprecht mit Kairches? Ach, da hinten. Okay, das sind jetzt hier alle, die hier mitkommen werden. Und er auch? Oder bringt er uns nur weiter? Es wird mir ein Vergnügen sein, die Geheimgarde bei diesem ersten Abschnitt ihrer Reise über den Fluss zu setzen. Möge sie siegreich sein. Da, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Da ist unser Lager. Aber wir sind jetzt so ein bisschen abseits. Wir haben die Überquerung hinter uns. Die Zwerge und ihr Gefangener dürfen direkt vor uns sein. Wir wollen sie begrüßen und unsere gemeinsame Reise besprechen. Hier entlang. Die Zwerge müssen dort vorne sein. Irgendwo. Ich hoffe, Bruin und die Zwerge begreifen, wie wichtig es ist, dass dieser Auftrag geheim bleibt. Die Zwerge der Eisernen Garnison zeichnen sich nicht gerade durch Feingefühl aus. Die Zwerge und ihre Gefangenen sind gleich vor uns. Die warten wohl leider schon etwas länger. Seid gegrüßt, Zwerge der Eisernen Garnison. Ich bin Radia aus Lorien. Ihr kennt bereits meine Verbündeten Naya, deren Fähigkeiten und Tapferkeit für sich sprechen. Wir wissen es. Ich bin Bruin, der Sohn Brugus, und das hier sind die Gebrüder Grauhammer. Wir sind unterwegs nach Dol Guldur, um den Ork Ma'zok gegen meinen Vetter Bori auszutauschen. Darf ich dem entnehmen, dass ihr den Weg durch diesen widerlichen Wald kennt? Ich kenne die Wege des Düsterwaldes, denn ich bin sie vor langer Zeit bis in das Fundament von Dol Guldur gelaufen. Die Elben meiner Gruppe, die Geheimgarde, werden Ma'zok auf diesem Weg dorthin bringen. Ach, keine Meile kommt ihr weit. Die Orks des Düsterwaldes werden sich auf euch stürzen und mich befreien. Sei still, du Abschaum. Latu Gadumurz Bagu. Ruhe, Gefangener. Ja, vielleicht schreit er ja rum. Dann müssen wir ihm das Maul stopfen. Er hat Angst. Doch nicht vor uns. Glaubt ihr das, Isuriel? Es ist die Stärke von uns Zwergen, die ihm Angst macht. Natürlich! Nein, Bruin. Ma'zok hat Angst davor, nach Dol Guldur gebracht zu werden. Ja, aber warum? Sind seine Verbündeten nicht dort? Warum sollte er jeden Ort fürchten? Jetzt bin ich noch mehr erpicht, ihn dorthin zu bringen. Möge er auf dem Weg erzittern. Komm her, Naya. Endlich sind wir unterwegs. Wenn ihr an diese Elben, diese Geheimgarde glaubt, dann will ich das auch tun. Möge unsere Reise durch den Düsterwald schnell vonstatten gehen und unsere Rückkehr noch schneller und mögen wir Bori und die anderen Gefangenen gesund und munter heimführen. Ja, schön wär's. Bin gespannt.
Sehen wir uns das Lager an, das diese Elben aufgeschlagen haben. In diesem finsteren Wald wird es wenig von den Bequemlichkeiten geben, an die die Zwerge gewöhnt sind. Aber ich werde mich redlich bemühen, nicht zu klagen. Eine große Reise liegt vor uns. Naja, Moria ist ja im Moment auch nicht so luxuriös ausgestattet noch. Nu, Dani Pika ist wahrscheinlich schon fort vor lauter Lesen, aber ich sag trotzdem noch Tschüss und viel Spaß. Und, ach ja, und die Anja hat inzwischen auch eine Zeile dagelassen. Hallo Anja und Chat. Hallöchen. Ihr beiden. Wir haben ja schon festgestellt, dass ihr beide da seid. Nun geht es los. Ob wir wollen oder nicht, wir haben keine Wahl mehr und müssen zu dieser Reise aufbrechen. Mögen beide Ziele der Maledrim schlussendlich erreicht werden, die Rettung der vom Feind eingekerkerten Gefangenen in Dol Guldur und die Verzögerung eines Angriffs aus dem Düsterwald auf Lothlórien. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um beide Vorhaben umzusetzen. Ich glaube, dass die Geheimhaltung des Auftrags der Geheimgarde über den Erfolg dieser Mission entscheidend ist. Der Erfolg der Geheimgarde hängt meiner Meinung nach von der Geheimhaltung ab. Wir müssen dafür sorgen, dass die Orks des Düsterwalds nichts über Malzoks Aufenthalt unter diesen Baumkronen erfahren. Sonst werden sie uns sicherlich mit einer solchen Übermacht angreifen, dass uns Hören und Sehen vergeht. Im Südosten liegen zwei Stützpunkte, von denen aus die Orks des Düsterwalds diesen Teil des Waldes überwachen. Durchsucht alle Truhen, die ihr in Maudul-Ulur und Aschurz Maufeluk findet, nach Meldungen und Berichten der Orks und vernichtet dabei alle Taugasch, auf die ihr in der Dunkelsenke stoßt. Wenn ihr mir Pläne oder Meldungen mit Bezug auf Marzok bringt, können wir uns überlegen, wie wir weitermachen. Sollten die Orks wissen, dass wir ihn aus Moria fortgeschafft haben, könnte unser Überleben von einer schnellen Reaktion abhängen. Okay. Gut, dann müssen wir hier noch, wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, da oben. Sieht so ein bisschen anders aus, da die jetzt anders verteilt sind. Ja, ja, es gibt noch viel zu tun. Wir konnten die Orks durch unsere schnelle Ankunft überraschen und in den Wald treiben. Allerdings glauben wir, dass sie ein weiteres Lager in der Nähe haben könnten oder einen Gegenangriff planen. Denn wir haben kürzlich einige Bilvis-Kundschafter gesichtet. Wir haben unsere eigenen Leute losgeschickt, um ihr Lager ausfindig zu machen, aber bislang ohne Erfolg. Durchstreift die Dunkelsenke bitte auf der Suche nach diesen Kundschaftern. Vielleicht tragen sie etwas bei sich, das uns Aufschluss über den Standort ihres Lagers gibt. Sie können sehr gut schleichen, weshalb sie wahrscheinlich nur schwer aufzuspüren sind. Ach, das ist jetzt die Quest für die Kundschafter. Ihr solltet auch mit Tetafnel und Faroniel hier in Echad Sirion sprechen. Sie haben möglicherweise noch weitere Aufgaben für euch. Okay. Machen wir doch immer. Da oben ist, glaube ich, noch was. Und hier gibt es dann schöne Belohnungen. Wie darf ich euch zu Diensten sein? Zum Beispiel, dass wir hierher appellieren können. Wir müssen nur noch ein bisschen bekannter werden bei denen. Ich dachte, wir sind schon berühmt. Was benötigt ihr? Tränke könnten wir uns schon holen, aber sonst. Sonst nichts. Und der hier? Wie kann ich euch helfen? Gar nicht. Da bin ich wahrscheinlich zu low, der macht die. Voraussetzung, Geltungsrang neutral. Neutral? Trotzdem irgendwie nichts für mich. So, jetzt spricht Faroniel. Nee, der hieß anders. Ist jemand anders. Unsere Pflicht mag unehrenhaft erscheinen, aber dieser Nachschub ist für unsere Kriegsbemühungen notwendig. Nee, der andere, dieser Anführer da, der wollte ja schon weiterziehen ins nächste Lager, ne? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ich würde gerne einen Augenblick mit euch sprechen. Unsere Truppen sind kürzlich an diesem Ufer an Land gegangen und haben die Orks nach einer mächtigen Schlacht vertrieben. Dennoch schleichen viele dunkle Kreaturen an diesen Ufern herum. Viele Warge und Krebein treiben sich in der Dunkelsenke herum und spionieren ganz bestimmt für den Feind aus Dol Guldur. Die Augen von Dol Guldur dürfen
unsere Bewegungen nicht sehen. Wenn ihr die Krähbein und Warge von diesen Ufern vertreiben könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Doch seid auf der Hut, denn viele Bilvis-Kundschafter befinden sich an den Stränden und könnten euch angreifen. Ja, dann vernichten wir sie doch einfach alle. Und Daudai ist auch inzwischen aufgeschlagen. Hallöchen. Habt ihr beiden überhaupt mitbekommen, dass ihr inzwischen hier als Lehrling verpflichtet seid? So ganz nebenbei? Okay, wir gucken mal. Wir sollten uns aber auch hier melden, ne? Hier oben. Na, ihr lieben Liebende. Lehrlinge? Ja. Schau mal, du hast ein Lehrlingsfläschchen vor deinem Namen. Ein blaues. So, jetzt müsste doch eigentlich diese Festung von uns erobert sein, oder? War das die? Ich weiß gar nicht. Nee, die sah noch ein bisschen anders aus. Hier gibt's nur Keiler. Oh! Ruhe des Ork-Anführers. Diese Truhe gehört einem Anführer der Orks und enthält seine Pläne sowie andere Wertgegenstände. Ah, das sollen wir sogar. Ja, sehe ich. Sieht aus wie ein Mana-Trank. Genau! Ihr habt einen Giftsack bekommen. Und? Mal gucken, wer war's. Also mal gucken. Waren so viele. Wenn ich nichts Falsches sage. Von Bonhild! So, also das ist nicht die richtige Festung. Das ist nicht die Festung, die wir vorhin überfallen haben. Wo sind wir denn? Aber wir sollen hier noch irgendwas machen, oder? Das irgendwie tut es immer noch glitzern. Haben wir da nicht lang genug? Ihr durchsucht die Truhe, findet aber nichts. Okay, das heißt, wir müssen woanders suchen. Vielleicht irgendwie hier hinten? Nee, nur abstürzen. Da hinten liegt ein Bündel, aber das ist doch nur Loot, oder? Normaler Loot. Ja, wenig. Giraffel. Da ist ein altes Lager. Und da... Oh, die Brücke ist wieder heile. Wie, was? Wo? Ich war es nicht. Ja, tralala. Oh, da ist übrigens auch eine Art Ruine. Neue Tat, das Enthüllen der Ruinen des Düsterwaldes. Aha, hier sollten wir auch hin. Den können wir leider noch nicht. Sind noch nicht Stufe 90. Okay, aber wir können doch bestimmt hier schon was. Guck mal, hier Kundschafter töten. Das können wir doch schon machen. Während wir hier herumstreunen. Alles, war das vom letzten Stream? Ich meine, da war was. Nee. Irgendwie war heute so eine Art Neujahrsüberschwang. Und das hat euch mit erwischt. Alles in einem Aufwasch, das klingt mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Oh ja, vielleicht solltet ihr das mal melden. War tatsächlich Zufall. Ich habe keinen bestimmten Namen angegeben. Ja, das ist dann immer random. Aber vielleicht geht es so, weiß nicht, ob es der Reihe nach durchgeht oder so. Mich da nicht so aus. Oh, Morshati hat den Splitter für uns. Guck, der gilt sogar auch für unsere Quest dann. Sehr schön. Und hat er eine Mithril-Schuppe für uns? Ja.
Okay, müssen wir hier überhaupt irgendwie noch was? Doch, eigentlich da hinten müssen wir was machen. Dann laufen wir doch gerade mal hier weiter. Und März, na ja, guck mal, Gräbein hat's hier auch. Ich rufe einfach Pro7 an. Boah, jetzt hat so lang kein Pro7 mehr geguckt oder überhaupt irgendein... So solche Fernsehsachen. Bin komplett raus. Viel zu uninteressant. Wenn ich was gucken will, dann mache ich entweder Netflix an oder ich gucke jemanden auf Twitch. Außerdem habe ich eh immer genug damit zu tun, die Gronkh-Streams nachzugucken. Hinterher. Da hänge ich ewig hinterher. Und ja. Ich hätte gar keine Zeit und gar keine Lust auf normales Fernsehen. Ich dachte immer, ich sei eine Light-Version von Tyrallion. Aber Lehrling klingt auch gut. Zauberlehrling hoffe ich. Vielleicht lerne ich noch was. Zauberlehrling, Hexenlehrling, ja. Sowas in der Richtung. Brauchen wir die auch? Siegt Orks. Sucht Informationen, okay. Aber natürlich die weißen Künste, ne? Jeglicher Art. Müssen wir hier nicht hin? Da mussten wir doch irgendwie. Irgendwo mussten wir noch einen Banner hissen, ne? Mal gucken, wo das ist. Aber vielleicht ist das auch auf der anderen Seite. So schön einzeln. Aber jetzt kommen bestimmt zwei. Ja. Okay, Orks haben wir jetzt besiegt. Gibt es hier noch was, was wir machen müssen? Ja, irgendwo da oben. Du hast 5-mal Emojis doppelt. Ist das Absicht? Nein, das ist kein Versehen. Es gibt Emojis für Abonnenten und es gibt Emojis für Follower. Der Unterschied ist, dass die Follower diese Emojis nicht in anderen Streams benutzen können, Abonnenten, aber trotzdem. Deswegen gibt es die doppelt, weil quasi ein Emoji nicht geshared werden kann. Das heißt, deswegen gibt es die doppelt. Einmal für Follower. Und wer Abonnent ist, sieht natürlich beide, weil er sie zweimal hat. Und die anderen... Also die Follower zum Beispiel sehen die nur einmal. Beziehungsweise die anderen sind dann wahrscheinlich für sie gelockt. Deswegen habe ich die zweimal hochgeladen, damit ihr alle die habt. Genau. Jo, Truhe des Ork-Anführers. Ja, das war ja jetzt gerade auch schon ein Anführer, ne? Den mussten wir auch, glaube ich. Zumindest hat er so ausgesehen. Oder wir werden nachher nochmal geschickt, um ihn zu töten. Das wäre so typisch Lotro. Dass man dann wohin muss, wo man schon war und es was töten muss, was man schon getötet hat, weil man sonst an irgendwas anderes nicht rangekommen wäre, was man auch brauchte. Schon vorab. Oh, in der Truhe findet ihr einen an Marzok adressierten Brief. Und wir können ihn sogar lesen. Aber da gehen wir erstmal hier aus dem Lager raus, sonst können wir nicht in Ruhe lesen. Und dann gucken wir mal, was da geschrieben steht. Seid gegrüßt, Marzok, Herr der Grube und Herrscher der Höhlen. Der Träger dieser Nachricht hat sich im Kampf bewiesen und seine Stärke mit meinen besten Kriegern gemessen. Ich gebe ihn in eure Dienste als Zeichen der Freundschaft des Düsterwald-Orks. Ich hänge hier das Zeichen von Maufeluk an, auf das wir uns schon bald in der Schlacht unter den gelben Blättern treffen und uns Geschichten über Tod und Ruhm erzählen mögen. Haha! Dann war er vielleicht doch nicht so toll, der Träger des Schreibens. Endlich mal ein Streamer, der mitdenkt. Ist immer ärgerlich, wenn wegen dem einen an sich schönen Emote woanders nicht genutzt werden kann.
Wir haben halt eine schlaue Streamerin. Naja, ich habe halt gedacht, warum sollen jetzt die Follower nicht die auch haben? Aber bei Twitch ist das dann so, dass man nicht dann einfach sagen kann, ja, bitte die Abo-Emotes auch den Followern freigeben. Nee, man muss es dann nochmal mit anderen Namen hochladen, das gleiche Bildchen, damit es die Follower auch verwenden können, weil das eine andere Kategorie dann ist für Twitch. Aber ich habe dann gedacht, ja, warum sollen die das nicht auch nutzen können? Aber wie gesagt, nur die Abonnenten können das auch auf anderen Channels benutzen, die Follower leider nicht. Das ist halt dann, sagen wir mal, der Nachteil, wenn man in Anführungsstrichen nur Follower ist, dann kann man die natürlich auch hier alle benutzen, aber nicht woanders, nur die Abonnenten können das. Und herzlich willkommen, Joker Pascal. Schön, dass du da bist. Ich glaube, wir müssen eh noch Waage, oder? Ja.